Genau, wir sind wieder da. Aber sagt doch mal euch, Prinzessin. Natürlich verstehe ich eure Beweggründe. Dem König geht der Staat über alles. Das war auch bei dem Tod eurer werten Mutter. Alise? Oh, wie konnte ich nur? Bitte vergesst, was ich gerade gesagt habe. Sprechen. Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen, aber ihr habt recht, ihr solltet es erfahren. Das Ganze trug sich zu, als die ohnehin schon kränkliche Königin einen schweren Rückfall erlitten hatte. Ihr einziger Wunsch war es, vor dem Ende noch einmal euren Vater zu sehen. Aha. Dieser hatte mit den Staatsgeschäften alle Hände voll zu tun. Selbst reden. Doch trotzdem, der Königin ihren letzten Wunsch abzuschlagen. Euch, so jung wie ihr wart, ließ ihr alleine am Sterbebett eurer Mutter zurück. Dabei wusstet ihr noch nicht einmal, was Tod bedeutet. Naja, das ist schwierig. Das Ende ließ dann nicht mehr lange auf sich warten. Die Königin verstarb schon kurz darauf. Lässt sich wohl mit Fug und Recht behaupten, dass die Vernachlässigung durch den König ihr den Todesstoß versetzt hat. Das ist eine Schande. Schön. Mein Vater hat Mutter. Wunderbar. Nach langer Zeit beehrt ihr uns endlich wieder mit eurem Besuch. Warum begebt ihr euch nicht gleich zum König? Let's go. Achso, wir sind auf der... Okay, wir müssen... Okay. Können beide Wege gehen, ne? Schlangen? Was? Gibt's hier was zu essen? Nicht so wirklich, die sind unter Beobachtung. Ich rieche hier Komplott. Super Äther. Fest verschlossen. Auch nicht so häufig. Hoppa. Da ist das Spinnrad. Einer wieder rein. Ich weiß nicht, ob wir das schon können. Ich weiß nicht, wie die reagieren, wenn wir Eiler jetzt dabei haben. Weißt du? Kannst ja mal machen. Mal schauen. Offensichtlich ganz genauso. Nee. Der war eben nämlich nicht... Moment. Hä? Der war doch eben nicht da. Bin ich jetzt doof? Schön, aber... Der war doch eben nicht da. Hier zurück und wieder rum. Stand er eben auch da und ich habe ihn einfach nicht gesehen? Sucht nun den östlichen Bereich in der Eingangshalle, wo ihr zwei Treppen findet. Nehmt zuerst die linke. Okay, wir müssen, glaube ich, erstmal reden. Okay, du kannst dich nicht konzentrieren. Hör auf zu maulen. Hör auf zu maulen. Okay. Die kontrollieren, dass sie nicht vergiftet werden. Bis zum Ende des Prozesses. Links von mir und rechts von euch befindet sich ein weiteres. Okay. Wenn wir hier raufgehen und hier raufgehen und hier raufgehen. Und hier rauf gehen. Mal schauen. Aus dem Weg! Ja, gut, gut. Bürger Gardias, wusstet ihr, dass sich seit Generationen ein Thronschatz namens Regenbogenmuschel im Besitz der Königsfamilie befand? Ja. Nicht? Dann geht es euch wie mir, bis ich ihn mit eigenen Augen sah.
Dies ist ein Dekret, das die Vorfahren unseres Königs vor hunderten von Jahren erließen. Wenn ihr erlaubt. Die Regenbogenmuschel möge dem Volke zur 1000-Jahr-Feier gezeigt werden, auf dass es sich am Liebreiz ihres Anblicks erfreuen mag. Was redet ihr da für ein wirres Zeug? Es gibt keinen alten Thronschatz in diesem Schloss. Ah, schwierig, wenn der König das nicht weiß, ne? Und euch, werte Anwesende, frage ich einmal. Warum will der König euch nicht einmal einen kurzen Blick auf die Regenbogenmuschel gönnen? Nun, die Lösung dieses Problems ist einfach. Weil sie nicht mehr hier. Der Angeklagte hat sie in seiner Geldgier veräußert. Prinzessin, wir sind mitten in einem Prozess. Der Maridial, der Kanzler versucht, mir etwas anzuhängen. Ach, wirklich? Déjà-vu. Wer wird denn gleich unhöflich werden? Wenn ihr wirklich unschuldig seid, dann zeigt uns einfach den Beweis. Ein Beweis? Ganz genau, wenn seine Hoheit den Schatz nicht verkauft hat, dann sollte er sich schließlich noch in diesem Schloss befinden. Bringt die Regenbogenmuschel in diesen Gerichtssaal und der König ist frei. Ich glaube allerdings nicht, dass ihr Erfolg haben werdet. Weil wir nicht in die Schatzkammer kommen, oder? Werft sie hinaus. Ja, super. Der Kanzler hat sie versteckt. Ich bin untröstlich, werte Prinzessin, aber nicht einmal für euch können wir eine Ausnahme machen. Wovon redest du da? Das ist doch alles ein abgekartetes Spiel des Kanzlers. Es gibt überhaupt keinen Thronschatz. Hast du vergessen, was wir im Jahr 600 getan haben? Wir haben den Lauf der Geschichte verändert. Die Regenbogenmuschel sollte sich hier im Schloss befinden. Aber klar doch, die Regenbogenmuschel, die meine Vorfahren vor 400 Jahren für uns geboren haben, geborgen, müsste eigentlich irgendwo hier im Schloss sein. Schatzkammer. Dann gehen wir da mal hin. Und... so. Schauen wir mal. Upsa! Eine Ratte hat in meinen großen Zeh gebissen. Davon stand nichts in meinem Arbeitsvertrag. Ich streike. Das sieht ja nicht so aus, ob der eine Ratte. Aber egal. Der Boss wird endlich Rache nehmen für diesen 13 Generationen währenden Familienfall. Windy und Glitchy. Ja, er wird den König mit den gefälschten Beweisen um Kopf und Kragen bringen. Da habt ihr aber Hoffnungen. Tja. Das war einfach. 16 EP. Ja, wunderbar. Sehr richtig. Ich habe sie vom König höchst selbst erworben. Ganz wohl habe ich mich nicht bei der Sache gefühlt, aber er schien das Geld dringend zu brauchen. Da sind sie geplatzt. Ja. Das ist so, wenn man weißt du, du nimmst den Schlangenkopf und pustest da ganz fest rein. Da war es auch irgendwann puff. Habe diesen Mann noch nie gesehen. Ja, das wundert mich gar nicht. Und war ich überzeugend. Besser hätte ich selbst nicht machen können. Das ist ein bisschen auffällig, oder? Sind die überhaupt stark? Nö. Das sind total schwache Nüppel. Oh. Superäther. Elixier. An die Kiste kommt man nicht. Schade. Schade, schade. Wir hätten uns ja wenigstens starke Gegner vorsetzen können, oder? Wow. Die sind nicht mal Fertigkeiten wert.
Stimmt schon, ja, 24 EP, das ist doch lächerlich. Flexier, Super Ether. Na, was haben wir denn da Schönes? Ja, und jetzt muss ich wieder wahrscheinlich sie mitnehmen. Oder? Nicht? Hä? Ach, okay, jetzt. Na also, die Regenbogenmuschel. Mhm. Was hat dieser Brief zu bedeuten? An Marle. Liebste Marle, vermutlich hast du es oft nicht leicht mit deinem Vater. Es mag dir manchmal anders erscheinen, doch wisse, dass er dich immer als Tochter lieben wird. Nicht vermag, familiäre Bande zu sprengen. Kein Streit und keine noch so große Distanz. Eines Tages wirst du dein wohlbehütetes Zuhause verlassen und selbst Kinder haben. Denke, dann wirst du mich verstehen. Blut ist der Lebenssaft, der durch die Äste eines Familienstammbaums fließt. Ekelhafte Liebe. Bah, eklig. Und was in Zukunft auch geschehen mag, dies wird uns aneinander binden. Wir sind eine Familie, meine liebe Marle. Lynn, Gattin König Gardias des 21. Ich habe weder Eltern, noch fließt Blut durch meine Schaltkreise. Es fällt mir daher schwer, die Logik dieser Aussage zu erschließen. Trotzdem kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass meine Betriebstemperatur gerade etwas angestiegen ist. Halte durch, Vater, wir holen dich da raus. Ich konnte die schon nicht aus der Höhle tragen. Regenbogensplitter erhalten. Okay. Liebe Geschworene, die Zeit des Urteils ist nun gekommen. Also, dass ein Kanzler den König anklagen kann, ist, glaube ich, eher selten, oder? Da hast du ja Krypto wieder. Bist du durch? Nein, 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 nein. Wir haben Chrono. Wir haben die. Ich habe rausgesucht, wie man Chrono wieder bekommt. Und du hättest das Spiel, glaube ich, durchspielen können, ohne Chrono raus zu bekommen. Also du hättest, glaube ich, leveln können und den Endboss besiegen ohne Chrono. Wäre möglich gewesen. Und jetzt gerade machen wir die Missionen, die wir machen müssen, um die Gegenstände zu bekommen für die einzelnen Charaktere. Die, ja, die guten halt. Gibt noch einen anderen Weg, er ist ein bisschen beschwerlicher, aber folgt mir. Okay. Das Urteil ist gefallen. 4 Stimmen für schuldig und 1 für unschuldig. Hiermit befinde ich den Angeklagten für schuldig im Sinne der Anklage. Brechen jetzt hinten durchs Fenster. Dies ist das Ende der Gardianischen Regentschaft. Das Königreich gehört nun mir. Führt ihn ab. Es war klar, dass das dein Plan ist. Wer wagt es? Schattenspiele. It's Jesus. Was ein Auftritt. Marle Dia? Prinzessin? Sehr zu spät. Seine Hoheit wurde schuldig gesprochen. Auch ein König unterliegt den Gesetzen. Nicht, wenn die Anklage gegenstandslos ist. Unfug. Der König ist ein Betrüger. Er hat den Thronschatz. Hier hast du deinen Thronschatz. Unmöglich. Gib auf, Kanzler. Joa. Deiner Drecksack, wa? Das ist doch eh irgendwie ein Monster oder sowas. Ihr hättet lieber aufgegeben, denn ich werde nun Rache üben. Rache für all das Unrecht, das meinen Vorfahren zugefügt wurde. Aha. Super Ultra Deluxe Kanzlerverwandlung. Meine Güte, das ist ein schlechter Name. Es ist der hässliche Pickel.
Ja? Hallo? Eine Zecke, ja. Ich glaube, das ist auch der richtige Name. Aber wir müssen jetzt mit ihr kämpfen, ne? Ach, scheiße. Leider müssen wir mit dem Falschen kämpfen. Was ist das? Mach mal Eisgar-Hieb. Ja, können wir machen. Kazam. 1900. Nicht schlecht. So, naja, ist okay. Das ist schon nicht ganz so schlecht. Na komm schon. Was hat die noch? Provozieren. Nicht so viele tolle Sachen. Du holst Chronoma aus seinem Statuseffekt. Was haben wir denn noch so? Du machst eine Überladung mit dem Freund und du machst mal Vita auf dich selbst. Oh yes. Überladung ist geil. 2200. Kostet aber auch eine Menge Punkte. Ja, Überladung tut richtig weh. Dies. Was? Dann wird die Fertigkeit Engel. Du machst mal Blitz auf den. Bam. Na komm schon, wir müssen Überladung machen. Hören wir das nochmal? Yes. So, jetzt hat Ray aber auch gar keine MP mehr. Das heißt, er muss den Ether nehmen. Einen Stark-Ether für sich selbst. AP hat er wieder mal genug. Ja, das haben die ja alle, diese Bosse. Aber, ja, du siehst ja, dass... Viel Leben
Nicht schon wieder. Viel Leben macht das Ganze ja nicht unbedingt gleich schwer. Okay, das war jetzt der letzte Angriff. Prinzessin ist tot, Königreich gerettet. Naja, Trade-off. Kein Wort, mein Liebes. Ich hätte nicht so stur sein dürfen. Und ich hätte versuchen sollen, dich besser zu verstehen. Das heißt, mit dem Kopf habe ich es verstanden, aber mein Herz wollte es einfach nicht wahrhaben. Ja, dasselbe gilt für mich. Es gab Zeiten, da dachte ich, du hättest dich unerreichbar weit von mir entfernt. Doch im Nachhinein betrachtet war ich es, der dich im Stich ließ. Jetzt sind wir aber wieder zusammen und von nun an werde ich dir alles sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Ich werde dich im Rat fragen, dir von Krono erzählen, die Sachen über Mutter fragen und... Ach, deine Mutter. Ich gebe es nur ungern zu, aber ich glaube, erst jetzt ist mir die Bedeutung ihrer letzten Worte klar. Eines Tages, wenn Male älter ist, wird sie dir jemanden vorstellen, den sie liebt. Empfange die beiden damit offenen Armen. Denn dieser wunderbare Tag wird auch dir immer in Erinnerung bleiben. Ja, und Marle liebt Robo. Hast du ihre letzten Worte gehört? Natürlich, du warst so jung, dass du dich vermutlich nicht erinnerst. Was, Papa? Ich liebe ganz viele Leute. Ganz, ganz viele. Hast du unentwegt gesagt. Als deine Mutter das hörte, schien sie erleichtert und entschlief mit einem seligen Lächeln. Dass du glaubst, dass der Fake-Kanzler was Wahres gesagt hat. Ja, warum? Jetzt hat sie ein Matschgesicht. Habe dich Papa gerufen? In der Tat. Ausgezeichnet. Oh, happy, happy family. Ich erteile dir hiermit die Erlaubnis, das Schloss zu verlassen. Doch lasse bitte äußerste Vorsicht walten. Und ihr passt gut auf meine Tochter auf, ja? Dann haben wir so die letzten 50 Level auch schon gemacht. Okay, Befehl gespeichert. Zeit für meinen Auftritt, wie es scheint. Na, Bosch? Ich kann euch den ganzen Spaß doch nicht alleine überlassen. Lasst mich für euch Rüstzeug aus der Regenbogenmuschel fertigen. Endlich bekomme ich wieder etwas zu tun. Meine Arme kribbeln vor Tatendrang. Und da holen wir jetzt den besten, die besten Helme her. Ja... That's the plan. Wirklich sehr schrecklich, diese Liebe. Er geht, kommt und zack, wieder schwanger. So einfach geht das also. Gut zu wissen. Mit dem Fitnesstraining der Prinzessin beginnen? Final-Elixier, ui. Wird noch besser. Okay, was haben wir hier? Noch irgendeine Kiste, die wir nicht öffnen konnten bis zum letzten Mal. Elixier. Und jetzt müssen wir in den Gerichtssaal. Ich glaube nämlich, das Blaue, was da blinkt, ist immer noch da. Und hopp. So, was haben wir hier oben? Hier unten ist auch wieder alles in Ordnung. Perfekt. Ne, wir müssen erst in den Gerichtssaal. Wobei, warte, hier ist der Gerichtssaal nicht. Sorry, Leute. Ich renne ziellos durchs Weltall. Wo ist da auch noch? Ja, ja. Da ist der Kanzler drin. Also der echte.
Du wirst jetzt sehen, dass in dieser Truhe hier der Kanzler ist. Schon wieder. Den Göttern sei Dank, dieses Ungeheuer hat mich die ganze Zeit hier eingesperrt. Oh, Prinzessin Maria, eure Freunde nehme ich an. Freunde. Was plappere ich da? Es gibt Vorbereitungen zu treffen. Die Mondscheinparade für die 1000-Jahr-Feier. Okay. Mondscheinparade. Das wirkt wie der nächste Questteil. Na, mein Freund. Die Regenbogenmuschel besteht aus einem ganz besonderen Material. Aus eurem Splitter kann ich Rüstzeug spielen, das die Wirkung feindlicher Magie schwächt. Die Menge reicht für ein sehr effektives Kleid oder drei weniger effektive Helme. Ihr habt die Wahl. Wir nehmen die Helme, denn das Kleid kann man, as far as my information. Weil das Prison Dress kann man... Man kann beide klauen. You can also charm both a prison dress and a prison helm from Zeal 2 on the Black Omen. So, wir müssen dann nur wissen. Zeal 2. Ja, stehlen. Ja, und Black Omen ist halt dieses Schiff. Und da kriegen wir die Rüstung auch her. Die Prismenhelme also. Diese Helme können von jedermann getragen werden. Sind die besten Helme im Spiel. Sehr gut. Dieses Material, das ihr dabei euch tragt, im Verbund mit einer weiteren Substanz, ließe sich daraus etwas extrem Mächtiges herstellen. Okay. Ich würde gerne wieder an die vorbeigehen. Komisch. So, wir haben jetzt den Prismenhelm. Der hat 40 Abwehr und 9 Magieabwehr und bewahrt vor allem ZW oder ZV. Also, ich glaube, wir können keine Statuseffekte bekommen oder sowas. Wenn wir gucken, aktuell habe ich 38 und reduziert physischen Schaden. Wobei, Moment. Marle, Dankeschön für alles, aber nein. Leitkappe. Genau, Verstopp und Gemach. So. Okay. Das heißt, das haben wir jetzt. Jetzt Rainbow. Speak to Melchior in Guardia Castle presenting after attaining the Sunstone and Prison Spark. Jetzt müssen wir die Sunstone Quest machen. Thank you.
Diese langen Wege raus aus dem Ganzen. Wir könnten vorher nochmal im Thronsaal gucken, ob der Kanzler da jetzt rumsteht. Nö. Okay. So, wir müssen den Sun Palace and easiest way to do define portal, bla bla bla. Da gibt es jetzt auch eine Insel. Ist das die hier? Venusdom? Moment. Ach, ich weiß ja nicht. Manche Leute haben echt kein Talent, sowas zu beschreiben. Okay, Moment. Haben wir die Rüstung, die wir dafür brauchen? Also um die Quest... Ich bin mal duschen und am Handy. Alles klärchen, Gurke. Um die Quest zu bestehen, muss man... die Red Mail haben und zwei Ruby. Ruby? Ruby. Und Red. Das bedeutet, wir geben ihm mal den Rotpanzer. Du kriegst das und du kriegst erstmal das. Ruby Mails. Okay, wo kriege ich im Zweifel Rubinrüstung her? Rubinrüstung ist bei den Tauschgeschäften dann in Yoka zu finden. Oh Gott. Wir können ja mal gucken, ob wir den Kampf auch so bestehen. Schauen wir mal. Rubinweste auch durch Tauschen erhalten. Ich brauche nicht die Rubinweste. Sonnentempel. Schick. Immer schön aufgebaut hier. Schauen wir mal. Oh. Es ist Glubschi. Es ist Feuer Glubschi und wir sind nicht voll aufgeheilt. Es ist immer ein Träumchen, wenn wir leider nicht voll aufgeheilt sind, weil ich doof war. Konterflair. Genau, greif ihn an, der heilt sich dadurch. Danke. Sehr gut. Bin ich ein großer Freund von. Wir brauchen einen Medium-Ether oder einen Stark-Ether. Ha. Kann man den nur mit Magie treffen?
Auch nicht. Brauche ich Wasser dafür? The Red Maze, one of the Seal Chests, bla bla bla. Okay, this is a very tricky fight. If you do not know how to fight the boss first, the character who is wearing the red mail, the other two should be healers. My party is with Margus, Robo and Isla. Magic attacks are useless, don't even bother. You might think about the core. The target you want to attack is one of the fireballs around it. Lass mich raten. Okay, mal schauen. Ja, das muss jetzt immer nur Chrono angreifen. Natürlich dreht er sich. Bäumchen. Ernsthaft, wir müssen jetzt die ganze Zeit darauf hauen. Aber wie lange? Moment. Ach so. Okay, ich muss nur eins davon angreifen. Nur bei einem kriegt auch der Core in der Mitte Schaden. Yay! Oh Gott! Was ein Bossfight. Hä? Ich... Ach, so ein Mist. Kann man das irgendwie erkennen? Wahrscheinlich nicht. Der Konterring, den ich habe, der macht das Ganze deutlich bescheidener. Flucht nicht möglich. Noch. Der blöde Konterring. Auch nicht. Nein, nicht das Auge.
komm schon. Also der Entwickler, der sich diesen Kampf ausgedacht hat, der gehört gehauen. Der gehört einfach gehauen. Ich wollte die Flamme dahinter, danke. Wie viel HP hat der Freund? Steht hier nicht. Ja, ohne Feuerräse geht nichts. Aber der Gegner kann mich nicht besiegen. Denn Feuerangriffe heilen mich. Und der macht nur fast Feuerangriffe. Der Witz ist halt nur, dass das, ja, ein ewig langer Kampf ist. Oh! Und durch den Konterring passiert halt immer, dass wir angreifen, obwohl es, ja, nicht so viel Sinn macht. Yay! Jetzt nehmen wir da. Und? Schade. Guck. Der hat mir jetzt ein bisschen Schaden gemacht. Und jetzt bin ich wieder voll geheilt. Nee. Also kann ich schon. Aber Magieangriffe funktionieren nicht. Könnt ihr mal gucken, was hier passiert. Nee. Also du kannst, wenn du mehrere angreifst, funktioniert das einfach, glaube ich, nicht. Außer, dass du ungefähr eine Minute lang gucken kannst, wie der Gegner angreift, weil alle kontern. Bäumchen. Ein Tornado-Hieb da. Nee, es funktioniert, wie gesagt, in dem Moment, wo ich, glaube ich, mehrere Flammen treffe, kriegt der auch keinen Schaden. Das ist dann, das macht das Ganze wieder zunichte. Ach. Danke für die Heilung. Du meinst den hier. In dem Moment, wo du alle triffst, kriegt er auch keinen Schaden. Ist halt, naja. Keine Win-Win, ne? Warum guckt er in die falsche Richtung? Ja. Es ist halt ein sehr öder Kampf. Es ist immer so ein bisschen, finde die richtige Flamme. Und es dauert doppelt so lange, weil Chrono durch den Konterring einfach immer wieder kontert. Das ist nicht nötig, tatsächlich.
Na komm schon. Oh je. Oh je, Mene. Komm schon. Ich kann mir richtig vorstellen, dass bei der Entwicklung des Spiels einer saß. Das ist doch total das geile Feature. Nein, ist es nicht. Das ist dämlich. Das macht den Kampf einfach nur lang. Komplett grundlos. Und mit der Rüstung, die ich habe, kann der Gegner mich ja auch nicht mehr töten. Und mit mehr, also mit Feuerschutz oder sowas, hast du auch keine Chance, weil die Flammen kontern sofort. Das macht unheimlich viel Schaden in kürzester Zeit auf Dauer. Ich habe jetzt schon ewig lang keinen, den nicht mehr getroffen, ne? Und ich kann auch nicht rausgehen und meine Gruppe neu sortieren. Weil dann würde ich Marle nehmen. Die kann wenigstens mich, also mir Haste geben, dass ich schneller angreifen kann. No. Yes. Das Problem ist, wahrscheinlich bevor ich den nächsten Angriff machen kann, dreht er wieder. Das Licht des Sonnensohns erlischt. Das lese ich gerne. Yes. Yes. Do it. Oh, endlich. Warte, wir nehmen mal die alten Heiltränke, dann sind die weg. Der wobbelt. Dies soll der Sonnenstein sein. Er scheint seine Kraft völlig eingebüßt zu haben. Würde man ihn über eine lange Zeitdauer direkt im Sonnenlicht aussetzen, könnte er vermutlich wieder aufgeladen werden. Meiner Berechnung zufolge würde dieser Vorgang jedoch mindestens 65 Millionen Jahre in Anspruch nehmen. Kein Ding. Wir können das an einen Ort bringen, wo wir so viel Zeit haben. Ist hier irgendwo was blau und glitzern ist noch? Hm? Ja, vielleicht? Nö. Offensichtlich nicht. So, alle bitte mal in die Hände klatschen für diesen grandiosen Kampf. Naja, der Rotpanzer ist jetzt erstmal nicht verkehrt, ne, so von der Abwehr und allem. Aber gegen den Nebula-Umhang natürlich lächerlich. Ab in den Sonnentempel. Der war doch hier rechts oben irgendwo. Wie der Sonnentempel seine Position ändert. Aber wobei ist der Sonnenschrein. Der Aktivitätsindex der Sonne an diesem Ort beträgt 100%. Schön. Wir sollten nun mit der Luna in mein Zeitalter zurückkehren. Das tun wir.
einfach ans Ende der Zeit. Dann ist er maximal aufgeladen. Der Mondschein ist fort. Die Beschaffenheit seines Lagerplatzes deutet darauf hin, dass sein Verschwinden bereits eine beträchtliche Zeit zurückliegt. Okay. Im Englischen geben die einem mehr Tipps. Im Englischen sagen die, der Stein ist schon mindestens 1300 Jahre weg. Und das hätte auf 1000 getippt, wo wir jetzt halt hingehen. Ja, dieses Zeitalters. Aber wo? Wo könnte das hier sein? Das Ding ist immer noch in der Luft am Fliegen. Okay. Bei den Monstern. Das sieht schon mal so aus. Na, wo versteckt er den? Mondstein? Nie gehört. Mein Vater hatte Geld lieber als mich. Nett. Der schrecklichste Mann der Welt? Junge, Junge, Junge. Also hier sparkelt auf jeden Fall etwas. Aber Moment, da ist eine Truhe. Ein Zelt. Ha. Brauchen wir wieder Male in der Gruppe oder so? Nö. Okay, also wir müssen... Die alle sagen, der Vater ist ein Arsch. Aber wenn wir jetzt hier sind, dann erfahren wir, dass die Familie ziemlich arm ist. Etwas Hyperschinken. Den konnte man noch irgendwo kaufen, ne? Ja, ich hätte vielleicht vorher mal lesen sollen. Also, wir können hier den Schinken habe ich ja schon mal gesehen. Ich konnte ihn mir damals nur nicht leisten. Der Snail Shop in Borough. Gott. Als ob ich wüsste, wo der war. Snail Shop in Borough. Also das war wahrscheinlich auf jeden Fall bei den Monstern. Oder? Snail Shop in Porre. Ah.
Wo war das nochmal? Da schwebt auf jeden Fall ein anderes. Hier. Oder? Na, wer ist denn das? Da, jawohl, mein Herr. Ich schrubbe so fest, ich kann. Süß. Bando. Ich bin der Bürgermeister von Medina. Das ist Medina. Dass die immer so seitlich gehen. Nee. Der hat auch nichts. Medina Herberge. Porre? Was zur Hölle war? Wo war nochmal Porre? Ich bin Porre, aber das ist definitiv nicht das, wo wir hin müssen. Wir sind erfolgreich im Kreis geflogen. Porre, meine Güte. Wo war das nochmal? Halpori-Herberge. Okay, Hyperschinken. Typisch RPG. Renne dahin, hole das, renne dahin, tue dies, renne dahin, mache das. Trägst du etwa einen Hyperschinken bei dir? Doch, haben wir. Müssen wir den verschenken? Wirklich, das ist aber nett. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch so viel großzügig im Welt gibt. Ich werde meinen Kindern lehren, dass Reichtum nicht alles ist. Sehr gut. So muss das sein. Gut. Der müsste uns jetzt was geben. Eine Mondstadt sucht ihr? Oh, welch Zufall. Ein junger Reisender ließ einen hier zurück. Sehr gut. So. Jetzt haben wir Mondstein und... Oder? Ach so. Ach, der ist noch nicht komplett aufgeladen. Ich verstehe. Ist schön, wenn Leute immer was versauen, was man angefangen hat, ne? Ist das hier richtig? Ja. Der war noch nicht mal aufgeladen. Besser. Meine Sensoren registrieren eine enorme Energiequelle. Wir sollten das Luca zeigen. Sie wüsste bestimmt etwas damit anzufangen. Vielleicht. Dieser Stein verdient den Namen Sonnensteinwale. Mit seiner Energie kann ich sicher eine mächtige Waffe erschaffen. Lass uns zu mir nach Hause gehen.
Also, man extrahiere die Kraft des Sonnensteins und wandle sie in eine leicht konservierbare Energieform. Dann einfach in einen luftdichten Behälter verpacken. Ja, okay. Einfach. Ist ein bisschen wie Bulma, die Frau, ne? Mit den Haaren passt das auch. Und fertig. Wunderwumme erhalten. Schön. Guck mal, Luca, ich habe mir den Sonnenstein kurz ausgeborgt und selbst was Gutes zusammengebaut. Sonnenbrille erhalten. Okay. Erhöht erteilten Schaden. Das klingt sehr... Ja. Ja, einfach... Einfach so ein bisschen... zufällig. So, haben wir jetzt noch was? Sonnenstein. Ja. Okay, jetzt müssen wir zum Melchior in den... in das Schloss zurück. Melchior war im Jahr 600. Der kann uns jetzt das Schwert basteln. Zoom, zoom, zoom. Moment. Moment, Moment, Moment. Nee. Der war im Jahrtausend. Was rede ich da? Falsches Jahrhundert. In dem Fall sogar falsches Jahrtausend. Na, mein Freund. Oh, ein Sonnenstein. Der sollte sich bestens zur Fusion eignen. Der macht einfach, der fragt mich mal. Gut. Regenbogenbrille erhalten. Okay. Ich glaube ja nicht, damit hätte ich alle meine Karten schon ausgespielt. Diese Arme sind noch für ein paar Überraschungen gut. Okay. Mein Werk ist vollendet. Arcus erhalten. Ich bin mir sicher, dass dieses Rüstzeug euch wertvolle Dienste erweisen wird. Okay. Also das Rainbow Sword heißt hier Arcus. Okay. Warum nicht? Erhöht erteilten Schaden immens. Nett. Nett, 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 nett. Aber wir machen Konterchance. So, So, ich muss mal ganz kurz um die Ecke. Ich bin sofort...